Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Dailand, wo ich jetzt hier den letzten Stein wegschmörgel, der hier noch im Weg war. Das ist der Herzkristall von Dailand. Okay, der ist noch da, der wird bloß nicht angezeigt zwischendurch. Okay, dann ist ja gut. Ja, dann kann ich das hier noch abbauen. Oder hier direkt Kristall. Oh, das geht tatsächlich. Den kann ich aber nicht, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob hier drin dann eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass wir irgendwelchen besonderen Stuff kriegen. Es wirkt gerade auf mich so, aber das kann Einbildung sein. Auf jeden Fall wird unser Minenwagen jetzt nicht mehr voll. Wir können ja zukünftig einfach in der Mine kloppen gehen. So, das nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch mit. So, Melonen wachsen noch. Die drücke ich mal nicht, solange wir nicht weitergekommen sind. Die können wir noch schieben. Ja, sieht noch nicht so kirschig aus, ha? So, was haben wir denn jetzt offen? Den Pott müssen wir noch kriegen. Das brauchen wir. Hier beim nächsten Landen von irgendjemanden und hier brauchen wir Kirschen. Okay, 77, 58. Die hat 8%. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Dann können wir jetzt eigentlich wieder nur hier sitzen und warten, oder? Ich wüsste gerade nicht, was sonst noch gerade sinnvoll wäre. Wir können natürlich auch jetzt schon nach Ancora. Oh, Bomben. Sehe nicht. Wo ist? Hinten, hier hinten. So. Nimm das Gegenmittel, dann geht's dir besser. Der Baum. Glück, Glück, Glück. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Nimm die Süßigkeiten, ich will jetzt nichts Süßes mehr essen. Okay. Noch keine Kirschis. Hier, ich gucke erstmal. Nein. Hier wollte ich wegen Kaufen gucken. Kerzen. Ich nehme mal mit, weil wir die noch nicht kennen. Und ich denke fast, dass ich ein Haar in der Nase habe und dass wir die bald schon brauchen werden. Ich nehme mal Öl mit für unsere Sandwiches. Ansonsten denke ich halt nicht, ne? Ja, wir haben immer noch nicht das Froschi-Ding. Ich weiß aber auch nicht, wofür die Kerzen sind. Wofür könnten Kerzen sein? Oder ob uns die Katze den Trank klaut? Den Froschtrank eventuell? Dass das gar nicht Nidavi ist, sondern Yuki? Habe ich nicht erst gesagt, dass ich in der Mine zukünftig meinen möchte? So viel dazu. Aber hier können wir halt sehen, ob irgendwas wächst und ob wir eventuell was ernten können von dem ganzen Stuff. So.
viel haben wir denn? 194, aber nur 60 Melonen. Naja, lass uns mal pennen gehen. Ich streck mich mal in der Zeit. Da hat mein Brustkorb gerade geknackt. Auch mal was Schönes? Ja, sehe ich auch so. Hier ist ein Früchtchen dran. Gott. Oh, die Weitwurfdinger. Und hier. Aber hier an den Kirschis noch nicht, ne? Na gut. Ah, hier sind aber wieder welche. Da sind wir doch bei 195. 196. Wie groß ist mein Vermögen? 2,4. Ja, klingt ja auch erstmal nicht so schlecht, ne? Immer kurz. Oh, Kirschen! Kirschen, Kirschen, Kirschen. Wie viel braucht man für das Rezept? Ach, das war Labor, ne? 2. Na gut, dann haben wir ein paar Berries weniger. Und wie viel brauchen wir für die Quest? Haben wir fertig. Sehr gut. Dann können wir Min parken lassen. So. Akko, ich möchte ein gutes Kätzchen sein. Ich werde kein Essen mehr klauen. Wirst du mir beibringen, etwas Einfaches zu kochen? Ich kenne ein einfaches Rezept. Spiegelei. Gut, dann haben wir Eier. Das machen wir mal schnell. Das braucht, glaube ich, bloß nur Öl und Ei, ne? Ich mach mal noch eins, falls wir das irgendwann mal random brauchen sollten. So. Dazu, Yuki, das einfachste Rezept des Universums, das Spiegelei. Man braucht nur warme Butter, Ei und eine Pfanne. Pfui, geht, ich mag lieber Bonbons. Ah, du. Na gut. Keine Aufträge von Münn für uns. Und da ist diese Traube geplatzt. So, wir sind wieder 3 Trauben im Rückzug, liebe Leute. Schieben wir hier mal. Das Rezept für den Kirschkuchen haben wir ja schon. Aber ich habe den irgendwo gekauft, weil ich halt quasi schneller wieder vorankommen wollte. Wollen wir mal ein bisschen auf die Blume drücken? Um zu gucken, ob sie kommt und uns die nächste Quest gibt. Mal lieber die Hand. Wirkt das nicht jedes Mal? Die Wolke kommt doch sehr ruckelig hoch, ne? Also, das sieht bei mir im Real Life genauso ruckelig aus wie hier jetzt gerade. In der Aufnahme auf meinem anderen Bildschirm. Tada, da ist er. Also wir müssen halt ein bisschen mehr rumdings dann wahrscheinlich. Oh, ich mag ihr Flugzeug. So süß. Wartet mal, wir gucken erstmal wegen Kaufen. Jetzt können wir auch Kirschen kaufen. Weiß nicht, ob wir Kompost brauchen. Wahrscheinlich schon für die Blumentöpfe und so. Wir nehmen mal zur Sicherheit den Kompost mit. Einfach zur Sicherheit. So, und ich nehme auch noch ein Gegenmittel. Und vielleicht auch noch... Nehmen wir alle 5 Marmeladen mit, einfach zur Sicherheit. Da sind wir schon wieder 1000 los, Alter. So. Gut gemacht. Wenn du müde bist und spürst, kann dir der Fruchtsaft einen Energieschub geben. Das werde ich mir merken, Lilly. Neben Bäumen helfen Blumen, deinen Planeten sich auszudrücken. Und zu atmen gibt sie uns den Blumentopf. Aber Lilly, ich weiß nicht, wie man Blumen pflanzt. Blumen wachsen im Gegensatz zu Bäumentöpfen. Danke, Lilly. Zuerst musst du also in der Werkstatt am Haus einen Steintopf herstellen. Steintopf. Lilly, wo ist mein Haus? Warte bitte, hier. Nicht wegfliegen. 50 Sekunden habe ich. So. Werkstatt? Ursa. Hier, Vase. Stein. So, schnell hin.
Lilly, red mit mir. So. Der Blumentopf ist fertig. Toll. Jetzt musst du den Blumentopf an einem Ort mit viel Sonnenlicht stellen und ihn mit Erde und Kompost füllen. Wenn du soweit bist, pflanze diesen Blautropfen ein. Es ist einer meiner Lieblingsblumen. Nimm den Samen und etwas Kompost. Uhu, ja. Benutze den Topf und pflanze einen Blautropfensamen. Warte mal. Ja, einfach hier. Wie mache ich denn das jetzt? So? Nee, wie setze ich ihn? Habe ich hier noch eine Option? Handoption? Oder wie mache ich das? Hier Materialien? Muss ich das kombinieren? Vase. Kann ich das benutzen irgendwie? Also keine Maustaste funktioniert. Aber ich habe doch hier... Hier habe ich nicht die Option. Ah, hier vielleicht? Ah, Blumentopf. Ja, hier. Bauen genau dahin. So, und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Pflanzen. Sehr gut. Blau. Blau, das hier sollte ich pflanzen. So. Warte! Lilly, ich hab's gemacht. Lilly! Was? Hab ich nicht? Achso, ich muss die Blume erstmal fertig machen. Na gut. Dann stellen wir hier mehrere Töpfe jetzt hin. Die ich nicht habe, weil ich ja noch gar nicht so viele gemacht habe. So, dann in der Werkstatt stellen wir jetzt 4 Töpfe noch her. Waren das jetzt schon 4 oder waren es 3? 3 waren es, okay. Manu! Muss ich die gießen? Nein. Hier ist die Axt. Okay. Ich will doch nur endlich meine Blumen pflanzen und dann muss ich mich auch um meine Melonen kümmern. Oh, hier drüben. Pilz. Hä? Hätte auch anders rumgehen können. So. Machen wir mal kurz die Schafis. Nein! Oh Gott! Ja, Entschuldigung. Melken. Füttern. So, dann machen wir die Melonen. Weil die brauchen wir auch für meine Errungenschaft. So. Da hat jemand sein Brot entdeckt von meinen Hasis. Hä? Warum machst du denn das? Ah, ich habe das Huhn gefüttert. Ich wollte ernten. Und säen. So. Ja, füttern wir es mal. Und nochmal. Und nochmal. Hallo? Erzähl mir nicht, dass das Huhn jetzt mir im Weg schläft. Erzähl mir nicht, dass das Huhn mir im Weg schläft. Leute! Alter! Oh. Okay. Ach Mann! Ah, wer sich das ausgedacht hat, ne? Oh Leute. Was können wir jetzt hier drin machen? Gar nichts wahrscheinlich. Nee, wirklich gar nichts.
Ich bleib doch jetzt keine ganze scheiß Nacht auf diesem Feld stehen. Kann ich das nicht nehmen? Einfach beiseite stellen? Also, oh Gott, daran hätte man doch denken müssen. Ich würde es ja halt auch nicht anzünden. Weil wenn ich das jetzt anzünde, dann brennt mir hier alles weg. Das sitzt ja am Zaun, dann brennt der Zaun weg. Der Zaun toucht dort drüben den Zaun und, na, weiß ich nicht, ob das da hinten übergreift. Aber sonst würde ich es... Oh Gott, danke. Sonst würde ich es locker anzünden, wollte ich sagen. So, Pilz. Wir haben Melonen gefunden, das ist geil. Genau, die brauchen wir ja aktuell ein bisschen härter. So, pflanzen wir mehr Töpfe. Oh, guckt mal, die sehen auch unterschiedlich aus. Das ist ja mega süß gemacht. So. Drei. Vier, süß. Und fünf. Ja, lande mal hier hinten. Da müssen wir wieder auf Bomben aufpassen. Wäre es ein endloser Bonbon? Kannst du dir vorstellen, Narko, ein Bonbon, der nie endet? Ist es nicht das Bonbon? Ich werde Locke fragen, er mag seltsame Experimente. Okay. So, ich kaufe mal wieder. Dick einen bei dir. Das will ich. Das will ich. Das will ich. Fertig. Verkaufen will ich nicht. Aufträge beendet. Okay. Dann machen wir schnell Pflanzen. Wir brauchen Löwenzahn, hieß es, ne? Gänseblümchen. Wieso sind die Löwenzahnsamen hier nicht dabei? Glockenblume, Chrysantheme. Gänseblümchen. Mach nochmal diesen Blautropfen. Ich mach mal die Glockenblume. Und hier mache ich eine Chrysantheme hin. So. Kann ich die jetzt ernten oder so? Pflücken. Aber eine zartgelbe Blume, die besonders von Angfrauen gelebt wird, Chrysantheme. Okay. Machen wir das hier nochmal hin. Okay. So, ich futter mal schnell ein Sandwich. So, sind wir wieder voll, was das angeht. Aber wartet mal, ich muss doch den Löwenzahn pflanzen. Ich hab doch irgendwo Löwenzahnsamen. Ganz davon abgesehen, dass das wie Löwenzahn aussieht und nicht wie eine so Chrysantheme. Also ich weiß gerade nicht, wie eine Chrysantheme aussieht, aber ich finde, das sieht aus wie Löwenzahn, sagen wir es mal so rum. Hier sind doch Löwenzahnsamen. Kann ich die so pflanzen? Hier ist kein Löwenzahn dabei. Hier ist eine Chrysantheme, die ich so hier hinstellen könnte. Und die Sonnenblume. Nee, kann ich die so hier hinstellen? Könnte ich. Okay. Sonnenblume kann ich doch nicht so hier hinstellen. Nee. Ah, hier, da steht immer Pflanzen drunter. Und die Sonnenblume, die... Meine Fresse, die Chrysantheme könnte ich so pflanzen. Muss ich den Löwenzahn doch aufs Feld packen? Oh, So. Ich
bin irritiert. Warte. Zwei Bäume habe ich weggedroschen, ne? Die sind nicht despawned. Jetzt habe ich das. Muss Locke rankriegen und befragen. Und ich muss rauskriegen, wie man Löwenzahn pflanzt. Ob man den eventuell doch aufs Feld packen muss? Ha. Weiß es nicht. Wir gucken mal, sobald die Melonen ready sind, weil offensichtlich steckt man die nicht in den Blumentopf, oder? Weil die Samen waren noch nicht dabei, oder habe ich es übersehen? Was ist denn das hier? Ist das Löwenzahn? Das sieht so gebröckelt aus wie Löwenzahn. Habe ich doch schon Löwenzahn gepflanzt, verdammt nochmal? Aber wartet mal. Ich hab dich erwischt, Bomben, verschwinde von hier. Boah, ich habe gar nicht an den gedacht. Gott sei Dank stand ich im Weg. Warum kann ich denn nicht mit ihr sprechen? Ist gerade nicht mehr, oder was? So, kaufen möchte ich nicht. Ich möchte verkaufen meine Steine, glaube ich, wieder. Da müssen wir dann wieder in den Abbau reingehen. Guck mal, wir haben einmal Löwenzahnsamen. Die habe ich doch... Die waren doch gerade... Ich weiß es nicht, ey. Manchmal fühle ich mich komisch. Verkaufen sind wir gerade, ne? Steine. Alles gut. Hast du sonst noch was? Keine Aufträge für uns. Aber liebe Leute, das ist gut. Denn momentan... Der Shit wächst dorthin. Denn momentan haben wir jetzt wieder mal nichts weiter zu tun, außer Steine zu kloppen. Und das, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, um eine Aufnahmepause zu machen. Denn wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Und deshalb würde ich gern ja, eine Pause machen. Und in der nächsten Folge, wenn wir aufstehen, gucke ich mir das nochmal mit dem Löwenzahn an. Ich habe gerade gesehen, hier sind Kirschis runtergefallen. Die müssen ja nicht schlecht werden, ne? Und Pappeln. So. Ich möchte aber auch dich haben. Ich habe hier eine Kirsche übersehen. Kirschen könnte ich dann auch verkaufen, ne? Als so reines Obst einfach nur. Aber vielleicht brauchen wir die dann auch noch für Zaubertränke oder sowas. Ich mache jetzt noch unser letztes bisschen Kraft hier weg. Dann gehen wir zusammen ins Bett. Gut. In der Kirsche runtergefallen. Sehen so schön aus. So ein bisschen wie diese Gummikirschen, die es früher gab. Kennt ihr die? Oh, pflücken. Habe ich jetzt Löwenzahn gepflückt? Pflücken. 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 Chrysantheme. Ein Löwenzahn. Jetzt ist der Löwenzahnsamen aber auch nicht mehr da. Der hat quasi den, der im Topf war, mitgezählt, ne? Kann ich denn aber aus einer Blume neuen Samen zaubern? Die muss ich bestimmt... Oh, Leute, Leute, Leute. Den muss ich bestimmt... Muss ich bei Wasser pflanzen, ne? Mach mal hier hin. Achso, wir sind zu erschöpft sowieso. Dann kann ich auch die Kühe vor allem, die Schafe nicht melken. Wir gehen pennen, liebe Leute. Und das machen wir einfach alles in der nächsten Folge, morgen am nächsten Tag, okay? Also bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gehen Pausenmodus. Bis dann. Tschüss.